Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, glauben Sie wirklich, dass Sie irgendeinem einzelnen anständigen Bauern oder irgendeiner einzigen anständigen Bäuerin wirklich einen Gefallen tun, wenn Sie die Probleme, die es in dem Bereich gibt, im Bereich der Massentierhaltung, konstant leugnen, konstant so tun, als wenn es hier keinen Handlungsbedarf gäbe und immer nur davon sprechen, dass es einzelne wenige schwarze Schafe gibt und wir kein Problem im System der Massentierhaltung haben? Glauben Sie, dass Sie da einem einzigen Bäuerin oder Bauern helfen, die in ihrer überwiegenden Mehrheit anständig Leute sind? Und schauen Sie sich die Bilder doch mal an. Schauen Sie sich die Bilder doch mal an, die da zu sehen sind. Da geht es darum, dass werden Tiere gezeigt mit klaffenden Wunden, da werden Schweine gezeigt, die über den Boden kriechen. Das ist eine im Kern unanständige Haltung. Und dann, das trifft ja, die Bilder werden ja nicht gezeigt von irgendeinem Massentierhalter, den man bereits kennt wegen seinen systematischen Verstößen, wie Herrn Stratthoff. Sondern die Bilder stammen von den Höfen von Herrn Hegemann. Der ist der Vorsitzende des Zentralverbands der Schweineproduktion. Die Bilder stammen von Herrn Stork. Der ist der Vorsitzende des Verbands der Putenerzeuger. Und die Bilder stammen auch leider von Herrn Röhringshof. Der ist der Vorsitzende des Fachausschusses Schweinefleisch im Bauernverband. Das sind die Spitzenfunktionäre in den Standesorganisationen. Von deren Höfen stammt das Ganze. Und da müssen Sie doch zugeben, es gibt da ein Problem im System. Und wenn Sie vielleicht uns nicht glauben wollen, dann will ich Ihnen Professor Matthias Gauli wörtlich zitieren. Der sitzt im wissenschaftlichen Beirat Ihres Bundeslandwirtschaftsministers und ist einer der höchsten Tierärzte überhaupt. Der hat zu diesen Bildern gesagt, die ihm vorgelegt worden sind, wörtlich: Das ist die schlechteste Form der Schweinehaltung, die man sich vorstellen kann. Das hat der Vertreter des wissenschaftlichen Beirats Ihres Bundeslandwirtschaftsministers dazu gesagt. Also hören Sie doch mal auf die Wissenschaft in dem Zusammenhang. Und jetzt schauen wir uns an. Ich finde es ja interessant, dass Sie das lustig finden. Also das finde ich ja wirklich ganz bezeichnend, dass Sie das Ganze witzig finden. Sie haben sich offensichtlich die Bilder noch nie in Ihrem Leben angeschaut. Ich finde daran überhaupt nichts witzig und ich glaube, alle anständigen Bäuerinnen und Bauern finden daran auch überhaupt nichts witzig. Und jetzt schauen wir uns mal. Ja, Sie schreien erwischen, schauen Sie sich mal einen Bauernhof an. Ich habe mir viele Bauernhöfe angeschaut. Ich war noch auf keinem Bauernhof, wo ich solche Bilder gesehen habe. Und deshalb ist es umso entsetzlicher, dass die ganzen Verbandsvertreter entsprechend solche Zustände bei sich zulassen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was während der Amtszeit von Herrn Schmidt passiert ist. Herr Schmidt versteckt sich hinter freiwilligen Selbstverpflichtungen. Herr Schmidt verteidigt das System. Herr Schmidt macht einfach weiter bei Wachse oder Weiche. Herr Schmidt unternimmt überhaupt nichts dagegen, dass der Milchpreis total abgestürzt ist. Herr Schmidt unternimmt nichts dagegen, dass die Schweinehalter de facto mit dem Rücken an die Wand stehen. Herr Schmidt redet davon, dass vielleicht irgendwann mal ein Tierwohlkennzeichen gibt. Was hat Herr Schmidt versprochen am Beginn seiner Amtszeit? Dass es den Tieren am Ende seiner Amtszeit besser gehen soll und nicht schlechter. Und jetzt haben wir diese Bilder. Glauben Sie denn irgendwas noch von dem, was da bekannt gegeben wird? Wann fängt dieser Herr Minister eigentlich mal an zu arbeiten? Er hat jetzt noch ein knappes Jahr Zeit. Er hat noch ein dreiviertel Jahr Zeit. Wann kommen da endlich mal Gesetze? Wann kommen da mal Regelungen? Wann wird denn da mal was getan? Und was zu tun ist, ist eigentlich klar. Wir brauchen endlich eine vernünftige Kennzeichnung, dass der Verbraucher, über den ja häufig gelästert wird, dass er immer nur das Billigste kauft, auch endlich weiß, was er denn da kauft. Zum Beispiel Gut drei Eichen. Gut drei Eichen, Fachwerk geschmückt, ländliche Idylle, völlig legal. Das ist die Handelsmarke von Aldi. Dieses Gut gibt es überhaupt nicht. Oder Gut Ponholz von Netto oder Gut Mühlenhof von Penny. Das gibt es alles nicht in der Form.
Aber es ist vollkommen legal, eine klare Kennzeichnung, wo der Verbraucher erkennen könnte, wie es bei den Schaleneiern schon gibt, damals unter Rot-Grün eingeführt. Dagegen wehren Sie sich, das verweigern Sie. Warum führen Sie nicht endlich mal eine klare Kennzeichnung ein, die klar, simpel und nachvollziehbar ist? Das könnten Sie doch machen. Sie haben doch hier die Mehrheit. Oder wenn wir uns die Verteilung der Gelder anschauen. Über 25% der Gelder bekommen 3 bis 4% der größten Betriebe. Warum verteilen Sie die Gelder nicht stärker nach Kriterien des Tierwohls zum Umbau anständiger Stelle? Warum tun Sie das alles nicht? Das heißt, es ist längst an der Zeit. Was wir dringend brauchen, ist eine Agrarwende. Eine Agrarwende, die entsprechend dafür sorgt, dass es den Tieren besser geht, dass es den Landwirten besser geht und dass es am Ende auch der Umwelt besser geht. Das ist angesagt und nicht dieses Verleugnen, dieses auf die Presse schieben, dieses Wegducken, dieses nicht verantwortlich sein, sondern handeln Sie endlich. Sie haben hier eine 80% Mehrheit, Sie haben hier den Minister, tun Sie endlich was. Das Wort hat die Kollegin Rita Stockhofer für die CDU-CSU-Fraktion.